Das Gemeindewappen 1000 Jahre St. Oswald. Die Pfarrkirche St. Oswald in der Nische im Turm der heilige Oswald. Erbaut in romanischen, gotischen bis zum barocken Umbau. Das Altarbild zeigt den heiligen Oswald vor dem Kreuz. Die heilige Anna Selb tritt am Seitenaltar. Die Glasfenster wurden 1919 angebracht. Die Orgel wurde von Anton Fliegler aus Wien 1781 gebaut. Vom Kirchenplatz beginnt meine Wanderung zum 9 Kilometer langen Herzsteinweg. Vom 660 Meter hohen Bergrücken St. Oswald der schöne Blick auf den Ostrunk. Und bald geht es steil hinauf zum Aussichtspunkt der Hermann-Meyer-Ruhe. Dieser Ort verdankt seinen Namen vom Hauptmann Meyer aus Wien, der hier vor 100 Jahren mit seiner Frau Ruhe und Ausblick genoss, mit dem Blick auf St. Oswald, den Höhenrücken zwischen Groß- und Kleinen Ipser. Der Sage nach verwandelte Gott das Kornmandel in Stein, weil der Bauer über die karge Ernte fluchte. Er gilt auch als Kalenderstein, der älteste Sonnenuhr im Isper-Weitental. Und weiter geht es hinauf zu einer großen Steinformation und zum Totenkopf Drachenstein. Anfangs konnte ich nicht erkennen, wo hier der Totenkopf ist, der mit seinen hohlen Augen genau nach Norden schaut. Die Tafel zeigt nach links. Dabei stehe ich genau unter dem Totenkopf. Zunächst besteige ich den 10 Meter hohen Felsen, der gut gesichert nur eine kleine Plattform hat, die rundherum senkrecht abbricht und leider keine weiteren Aussicht bietet. Nach dem Abstieg suche ich weiter die Augen und finde aber nur diese. Bei meinem weiteren Rundgang um den Felsen finde ich dann den richtigen Winkel und die ganze Größe des nach Norden schauenden Totenkopfes, wo nach dem germanischen Glauben die Götterburg und das Totenreich befindet. Dann verlasse ich den Totenkopf Drachenstein und steige den Waldweg hinauf zum 782 Meter hohen Weißenberg. Der aus Granit vor 350 Millionen Jahren entstanden ist. Vom Gipfelkreuz gegenüber der Ostrunk, unter mir das Ipsertal, wo vor 10 Millionen Jahren die Urdonau floss. Nochmals der Ostrunk, der mit einer Gipfelhöhe von 1061 Meter aus Gneis besteht. Nach der Eintragung ins Gipfelbuch, Abstieg auf einem anderen, nicht markierten Weg, um dann bei der Aussicht auf Windhag wieder auf den Herzsteinweg zu kommen. Musik
wieder ein kräftiger Wind und schaue in das Loser-Neckar-Tal nach Windhag hinunter. Auf dem Berg komme ich herunter, da war überhaupt kein Wind. Es ist ein ständiges Bergauf, Bergab, aber ganz schön steil auch. Und jetzt gehe ich da weiter zum Herzlsteig. Hier habe ich den höchsten Punkt der Wanderung erreicht. Das umgekehrte Herz hat eine Höhe von 5 Meter und ist ein uralter weiblicher Kraftplatz. Schon vor tausenden Jahren gibt es den Brauch, durch den Spalt unten in der Mitte durchzukriechen, der körperliche Gebrechen abstreifen soll. In der Nähe befinden sich noch Schalensteine und ein Steinkreis aus natürlich vorhandenen Granitrestlingen. Ab jetzt geht es 180 Höhenmeter bergab bis zum Süßenhof. Hier bei der Abzweigung zum Forstweg hinunter überraschen mich zahlreiche geschnitzte Holzfiguren. Der Bauer von Süßenhof ist der begeisterte Holzschnitzer. Und hier im Tal fließt der Loseneckerbach. Und mein Weg führt weit oberhalb über einen Hügel hinauf. Weit öffnet sich der Blick Richtung Süden, wieder auf St. Oswald und auf die Voralpen bis zum Ötscher. Der Herzsteinweg von St. Oswald hinauf zur Meierruhe, dann zum steinernen Mandel und weiter zum Totenkopf und Weißenberg mit dem Gipfelkreuz, hinunter zur schönen Aussicht auf Windhag und jetzt stetig hinauf zum Herzstein und zum Hinterberg, der höchste Punkt der Wanderung. Abstieg und ab hier der Forstweg mit den Holzfiguren bis zum Süßenhof. Wieder hinauf
beim Stockberg vorbei, mit dem weiten Blick nach Süden über St. Oswald bis zu den Voralpen. Zurück nach Oswald.